Position 73. Captain James, bitte sofort auf Position 73. Orbitdaten noch immer nicht zur Verfügung. Kontrollzentrum, wir brauchen die Daten. Captain James, bitte sofort auf Position 73. Ich wiederhole, Captain James auf Position 73. Ablauf eingeben. Roger, jetzt sofort auf die Brücke. Geschätzte Ankunftszeit Roger, minus bitte. 1 Minute 37 Sekunden. Auf 392, Captain James. Sie werden dringend zur Position gebeten. Captain James auf Position 392. Sind Sie das, Benson? Ist alles klar? Sie haben den Mentaltest wohl nicht bestanden, hä? Potenziell instabil. Das wäre mir auch passiert, wenn ich gewusst hätte, dass ich Saturn 3 kriege. Saturn 3. Wollen Sie es nochmal versuchen? Das würde ich nicht empfehlen. Das mögen die da oben nicht. Hey, Benson, was machen Sie da? Machen Sie keinen Quatsch, Benson! Sie müssen verrückt geworden sein! Nein, nicht Benson, nein! Das ist Wahnsinn! Status 392. Captain James für Saturn 3. Start minus 5. Startstatus 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 9,
Atmosphäre von Saturn 3 ein. Experimentelle Nahrungsforschungsstation. Objekte mit Landeabsicht nehmen die Vektoren 39 zur Polarelliptik ein. 24 zum Äquator. Saturn 3, experimentelle Nahrungsforschungsstation. Sofort entladen werden? Nein, das kann warten. Dann folgen Sie uns bitte. Ich nehme Ihnen das ab. Nein, nein. Der Druck dafür in Ordnung? Ja. Hier sind wir nun schon seit über 3 Jahren. Wunderbar, was? Captain? Major? Das ist meine Mitarbeiterin. Sehen Sie sich ruhig um, ich schließe die Schleuse. Sie bringen eine Menge Abwechslung in unser Leben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht viele Besucher auf Saturn 3 haben. So gut wie nie, besonders nicht von der Erde. Captain? Von welchem Kondor kommen Sie? Terminal 5. Ich kenne Terminal 5. Wo genau? Gegenüber von East Billion. Wo waren Sie? Ich war einige Abschnitte in Billion Park. Das haben Sie jetzt geräumt. Das ist eine tote Zelle. Tot? Davon habe ich nie was erfahren. Man kann nicht alles haben. Hier entlang, bitte. Das Zeichen bedeutet, dass Sie nie auf der Erde waren, nicht? Nein, nein, ich war nie dort. Auf Saturn 3 kann man hier, wenn man... Ich weiß, was Sie fragen wollen, mein Lieber. Ja, es ist menschenwürdig. Jedenfalls hier auf der Station. Ich hatte erwartet, dass wir gleich ins Labor gehen. Wollen Sie nicht erst einen Schluck zur Begrüßung nehmen? Wie läuft's auf der Erde, Captain? Sie kriegen doch die Berichte, oder nicht? Sie sollten sie lesen und bestätigen. Ja, wir bestätigen sie auch. Wir lesen sie aber nicht immer.
Nein, danke. Auf der Erde herrscht Hunger. Deswegen arbeiten wir hier. Sie liegen aber hinterm Zeitplan zurück. Wir tun alles, was wir können. Nicht genug. Sie brauchen Hilfe. Und Sie sind die Hilfe. Nein, Sie dürfen das nicht berühren. Warum? Ist das gefährlich? Vielleicht. Was ist da drin? Ich muss die Erde rufen und mich melden. Nein, das können Sie nicht. Wir sind in der Eklipse. Ach so. Es ist keinerlei Außenkontakt möglich, solange wir im Schatten sind. Das wissen Sie doch. Natürlich. Und wie lange wird das dauern? 22 Tage. Ich könnte etwas Schlaf gebrauchen. Alex zeigt dem Captain sein Quartier. Major? Soll ich Ihnen noch irgendetwas bringen? Vielleicht Kräutersaft? Nein, ich nehme nur ein paar von den Blauen, dann haue ich mich hin. Den Blauen? Pillen. Gibt hübsche Träume. Schlaftabletten? Haben Sie noch nie davon gehört? Sie scheinen hier ja wirklich von allem abgeschlossen zu sein. Es war meine freie Entscheidung. Hier, falls Sie Lust bekommen, eine zu probieren. Um eins beneide ich ihn. Ah, um was denn? Er hat Luft geatmet. Ich meine, wir sind wirklich sehr isoliert hier. Es muss etwas Wunderbares sein, einfach hinauszugehen und zu atmen. Als ich das letzte Mal da unten war und rausging und atmete, hat mich die Luftverschmutzung glauben lassen, meine Lunge würde rosten. Was hältst du von ihm? Sag's mir! Ich weiß nicht genau. Er ist komisch. Komisch? Da muss ich aber irgendwas versäumt haben. Adam? Was sind Blaue? Blaue? Für hübsche Träume. Wo hast du das her? Von ihm. Dir sowas zu geben, der muss verrückt sein. Wie wirken die eigentlich? Wenn Sie jemanden alleine rausschicken, dann geben Sie ihm ein paar von den Dingern, um zu verhindern, dass er durchdreht. Hast du schon mal eine versucht? Für hübsche Träume? Hast du? Vor ein paar Jahren. Und wie ist es gewesen? Du hast die Frage verstanden. Interessant. Lass es uns probieren. Zusammen? Irgendwann vielleicht. Komm schon. Bitte. Erst wenn er weg ist. Und was meinst du, wie lange er bleiben wird? Nicht länger, als ich es ertragen kann. Aber tu alles, damit er sich hier wie zu Hause fühlt. Hm? Oh, Sally. Schon wieder im Labor eingeschlossen. Ich gehe hin. Alex! Oh, okay. Kleiner Gauner. Na komm schon. Nein! Sie dürfen das niemals berühren. Komm her, Sally. Sally! Sally, wo bist du? Verdammt nochmal, wo steckst du? Und hat er einen Namen? Natürlich hat er einen Namen. Hatten Sie etwa noch nie einen Hund? Doch, ein paar. Und die hatten keinen Namen? Alles nur eine Frage der Nahrung.
Geben Sie mir den Hund. Wieso? Lassen Sie los. Es wird Zeit, schlafen zu gehen, Captain. Ja, Sie haben einen schönen Körper. Darf ich ihn benutzen? Ich bin mit dem Major zusammen. Etwa nur für seinen persönlichen Gebrauch? Ja. Wissen Sie, auf der Erde ist das strafbar unsozial. Das mag sein, hier nicht. Viel Freude mit Ihren Pillen. Was ist los? Probleme? Nun komm jetzt. Also komm, bevor wir schlafen, werden wir uns über das Problem unterhalten. Hm? Sieht aus, als würde er sich etwas bauen wollen. Er reist nicht mit leichtem Gepäck. Soll ich ihm helfen? Wieso? Er ist hier, um uns zu helfen. Er ist eigenartig. Sie haben eine Menge Zeug mit. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Bis ich fertig bin. Also sagen Sie mir, was Sie für uns haben. Nur das Beste. Den neuesten Roboter. Wir haben aber schon drei davon. Sie sind aber besonders hilfreich. Dieser hier ist anders. So, glauben Sie. Er ist der erste aus der Halbgott-Serie. Alex, woher haben Sie diesen Namen? Der Major hat ihn mir irgendwann mal gegeben. Ich weiß, warum Sie mir die Gastfreundschaft verweigern. Wir haben Ihnen hier alles zur Verfügung gestellt. Ich spreche von Ihnen, Ihr Körper gefällt mir. Ich würde ihn gern benutzen. Ich bin nicht interessiert. Auf der Erde benutzen wir den Körper des anderen, um uns Lust zu verschaffen. Nein, nein. Sie haben Angst vor dem Major, nicht wahr? Ich habe vor niemandem Angst. Sie glauben, er könnte eifersüchtig sein? Natürlich würde er das. Er fürchtet progressive Verhaltensweisen. Er ist einfach überholt. Licht aus. Pures Gehirngewebe. Menschlich?
Rein und ungeboren. Es war noch nicht in Funktion. Noch nicht. Dann muss es programmiert werden. Für ein menschliches Wesen dauert es 20 Jahre. Nur ich brauche 3 bis 4 Wochen. 3 bis 4 Wochen? Wenn ich dieses Gehirn eingewiesen habe, wird es Ihr Programm übernehmen. Übernehmen? Mit etwas Hilfe. Und was dann? Dann ist einer von Ihnen überflüssig. Wir können doch eine gemeinsame Rücksendung beantragen. Wir müssen einen Weg finden, zusammen zu bleiben. Ich bin ziemlich nah dran an dem, was man früher Rente genannt hat. Ich hatte gehofft, Sie hätten uns vergessen. Sie scheinen nie etwas zu vergessen. Überholt. Alex, das ist es. Wir befördern den Käpt'n und seinen Freund ins All. Sowas kannst du gar nicht. Wieso nicht? Eine Menge Menschen fliegen wie Satelliten durchs Sonnensystem. Das kümmert niemanden. Ein grauenvoller Gedanke. Ein großartiger Gedanke. Du nimmst die andere Hälfte? Mhm. Wieso jetzt? Wieso nicht? Ich fühle noch gar nichts. Das Wort Geduld kennst du nicht. Du willst immer gleich alles. Hast du manchmal Sehnsucht? Ich weiß, manchmal denkst du daran. Richtig. Ich bin immerhin ein Mensch. Also bei dir scheint sie schon zu wirken. Nein. Ich glaube, du musst auf die Erde. Was? Du hast gesagt, ich würde sie hassen. Du musst selbst herausfinden, ob du sie hast. Ich will aber nicht zur Erde. Doch, du willst es. Ich wollte nur wissen, wie sie aussieht. Also krieg raus, wie sie aussieht. Und dich verlassen, Adam? Es wird so kommen. Ich könnte es nie verhindern. Uns alles ansehen. Und wo fangen wir an? Das ist ganz egal, für dich jedenfalls. Du findest alles aufregend. Da gibt es alte Dinge und Flüsse und Wälder und Berge mit Schnee.
gelingt dir immer wieder, mich zu überraschen. Findest du das nicht zu altmodisch? Unsinn und Unsinn. Das ist genau das, was jeden normalen Mann verrückt macht. Es ist entzückend. Ruhe bitte, sonst wird er blockiert. Darf ich Sie mit Hector bekannt machen? Adam. Geben Sie ihm einen einfachen Befehl. Fragen Sie ihn etwas. Hector? Ja. Hector? Sei so nett und gib dem Major die Flasche. Gib sie frei! Gott sei Dank hast du ihm nicht gesagt, er soll mir die Hand geben. Vorgang beendet, Hector. Mir scheint, ich habe da noch etwas Feinabstimmung vorzunehmen. Wir fangen an. Ich dachte schon, ich wäre matt. Und so wie es aussieht, bin ich matt. Guten Abend, Captain. Guten Abend. Kann er spielen? Ja. Wenn ich spiele, spielt er. Das würde ich sehr gerne sehen. Hector? Es geht los. Wie wäre es denn mit einer bescheidenen Wette, Hector? Er liebt es nicht, ausgelacht zu werden. Können Sie mich da ein bisschen Sinn für Humor eingeben? Das hat noch keine Priorität. Na kommen Sie, etwas Sinn für Humor sollte immer Priorität haben. Alles, was ich habe, kann er haben. Oh, dann hat er überschäumend viel Sinn für Humor. Wer spielt was? Ich würde sagen, Freund Hector. Wie hat er das gelernt? Direkte Eingabe. Ich wette, die beiden haben eine Schiefertafel und weiße Kreide. Ich sagte direkte Eingabe. Sagen Sie mir auch, wie Sie das machen. Von Gehirn zu Gehirn. Fabelhaft, Captain. Sie meinen also, er holt sich Informationen aus Ihrem Gehirn? Ja. Wenn ich es ihm befehle. Aber wie? Über Funkkontakt.
Und die Verbindung, wie stellen Sie die her? Hector. Was haben Sie gedacht? Ist doch klar, abtauschen und vereinfachen. Und Sie haben bei jedem Gedanken Kontrolle über ihn? Ja. Oh, funktioniert bei dir nicht. Er wird so viel lernen, wie es mir gefällt. Er hat bisher aber zu wenig gelernt. Er hat verloren. Und etwas wird er niemals lernen, Captain. Ein Opfer zu bringen. Schachmatt. Also was immer er denkt, geht direkt in diesen Roboter. Macht dir das gar keine Angst? Eigentlich nicht. Der Captain ist sorgfältig ausgewählt worden. Er funktioniert. Und kann er seine Gedanken kontrollieren? Natürlich. Niemand kann das hundertprozentig. Ist es die Box? Du hörst mich doch, oder? Aber du kannst nicht antworten. Was mag im Gehirn des Captains vorgehen? Niemand weiß, was in irgendeinem Gehirn vorgeht. Alex, würdest du sagen, dass ich ein Mann bin, der seine Gedanken kontrollieren kann? Ja, das würde ich sagen. Steh auf, bitte. Jetzt zieh das aus, ganz langsam. Nein, nein, tu es. Ich werde jetzt an nichts denken, an gar nichts. Nur an ein kaltes Bad. Kaltes Bad. Kaltes Bad. Kaltes Bad. Kaltes Bad. Kaltes Bad. Wer hat dieses System entwickelt? Es sind genügend Nahrungsquellen vorhanden und ganze Städte hungern. Oh. Was ist passiert? Mein Auge. Es ist etwas in meinem Auge. Holen Sie Adam. Zeigen Sie mal her. Es ist ein aktiver Chip. Setzen Sie sich. Holen Sie Adam. Aber Adam kann Ihnen nicht helfen. Hector kann es. Nein. Ganz ruhig. Vertrauen Sie ihm, Alex. Nicht. Bitte, nein. Seien Sie still. Ich will nicht, und dass was er mich ich Ihnen sage, will. Seien Sie still. Nein.
ruhig bleiben. Nein. Ganz ruhig. Nein. Fertig, Hector? Halten Sie das Auge offen. Gut, Hector. Sie ist bereit. Jetzt. Halten Sie den Kopf still. Es ist weg. Ja, es ist wirklich weg. Danke sehr. Hier, ich habe etwas für Sie. Träume von der Erde. Nein. Es ist so, als wären Sie dort. Es ist absolut wirklichkeitsgetreu. Eine dreidimensionale innere Erfahrung. Nein, danke sehr. Haben Sie Angst, dass es Ihnen gefallen könnte? Sie werden nie wissen, wie wunderbar es ist, wenn Sie es nicht probieren. Ich bin das Heute. Er ist das Gestern. Finden Sie mich so furchtbar? Ist es so? Stell bitte die Videoanlage aus. Was ist los? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Was hat er gesagt? Er ist das Heute und ich bin das Gestern. Sowas kann doch nur ein Idiot sagen. Er ist nur leider kein Idiot. Oh doch, es ist nichts an ihm, was mich fasziniert. Was ist los? Keine Energie mehr? Bestätigung. Ich wünschte, du würdest es sagen. Du weißt, dass du es kannst. Warum tust du es also nicht? Noch nicht bereit. Warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Mord. Nicht das, bitte. Sofort löschen. Das habe ich nicht gemeint. Gelöscht wie befohlen. Das war ein nicht autorisiertes Gedankenmuster, klar? Was habe ich falsch gemacht? Durchgefallen? Das ist eine Fehlfunktion. Was soll ich holen? Du erinnerst dich doch an Alex. Natürlich. Und was denkst du? Bildschön. Und was hältst du davon? Komm aber nicht auf Ideen, die deinen Status übersteigen, Hector. Mord. Ich habe gesagt, löschen, also mach's schon. So ist es gut. Jetzt antworte wie befohlen. Habe ich getötet? Gelöscht wie befohlen. Ist das die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Das ist eine Fehlfunktion. Antworte. Keine Fehlfunktion. Jetzt sag mir sofort. Sag mir, kannst du sprechen? Oder ist es eine Fehlfunktion? Keine Fehlfunktion. Ich habe eine Fehlfunktion. Sally? Sally?
Sally, wo bist du? Wo bist du, Sally? 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 Lass sie runter! Lass sie los! Tu, was ich sage, Hector. Hector! Er wird auf Sie hören. Alex, sagen Sie es ihm. Hector, bitte, bitte lass mich runter! Sie, wir beide wollen sie. Er hat zu viel von mir gelernt. Wie lange werden die Türen standhalten? Wie stark ist Hector? Kommt nichts. Wir gehen jetzt das Verfahren durch, Captain. Wie lautet es bei Notfällen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Wenn wir nicht in der Eklipse wären, könnten wir die Zentrale rufen. Wenn wir Hühner wären, könnten wir Eier legen. Wir sind nun mal in der Eklipse. Was sollen wir tun? 3 Tage einfach da sitzen und ihn anstarren?
Er verliert langsam Energie. Verdammt, er wird sich aufladen. Lassen Sie ihn. Wir können ihn doch nicht einfach... Doch, wir können. Alex. Wir werden ihn überladen. Er wird Kopfschmerzen kriegen, die er nicht so schnell vergisst. Verfolge ihn. Immer dranbleiben. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Jetzt! Er ist zerstört. Sie werden keinen Ärger mehr mit ihm haben. Und mit Ihnen auch nicht. Sobald wir aus der Eklipse sind, gebe ich eine Meldung über Ihre inkompetente Behandlung des Experimentes durch. Woher nehmen Sie das Recht, mich inkompetent Sie zu nennen? Sie haben mir gesagt, er könnte diese Und Funktion ausüben. Sie haben ausüben. Mir gesagt, ich habe dass es auf Ihre Sie Anweisung haben mir gesagt, Sie könnten mit ihm fertig Sie werden. Sie haben ihn zusammengesetzt. Ist das die Art und Weise? Er bewegt sich. Runterdrücken! Schnell, schnell! Holen Sie sein Gehirn raus. Rücken Sie seinen Arm runter. Demontieren Sie ihn. Stück für Stück. Und packen Sie ihn in eine Kiste. Und dann nehmen Sie ihn und Ihre Idee wieder mit zurück. Womit Sie nicht fertig werden, davor fliehen Sie. So wie Sie von der Erde geflohen sind. Ganz recht. Ich wollte von Menschen wie Ihnen wegkommen. Sie wollten Ihr eigenes kleines Universum errichten. Ja, um Ihres zu füttern. Und als Sie Alex herbrachten, haben Sie dann nur an Sie gedacht? Captain, Sie sind ein Vollidiot. Wolltest du mich töten? Wolltest du mich töten? Tu es doch. Los, tu es. Töte mich. Töte mich, wenn du glaubst, dass du es kannst. Hast du gewusst, dass Hektor in der Antike ein tragisches Ende genommen hat? Er wurde von Achilles erschlagen. Sein Körper wurde von Pferden um die Mauern von Troja geschleift. Du willst das Mädchen? Ja, natürlich. Ich weiß, dass du das Mädchen haben willst. Du findest auch, dass sie wundervoll ist, nicht wahr? Ich glaube, der Captain ist verrückt. Er ist ganz einfach verrückt. Vor dem Roboter hatte ich wesentlich mehr Angst. Wenn der Roboter töten kann, kann der Captain auch töten. Ich dachte, ich könnte töten. Ich bin wohl für einen Mord nicht progressiv genug. Ich wünschte, ich wäre es. Wird er ihn auseinanderbauen? Entweder er baut Hektor auseinander oder Hektor ihn. Captain, wie gehen die Dinge voran? Ich bin fertig mit der Demontage. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
Ich habe Schuld, Alex. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass er bleibt. In ein oder zwei Wochen haben wir vergessen, was hier passiert ist. Glaubst du wirklich? Aber ja, natürlich. Ich breche auf. Ich habe Ihnen verboten, diesen Raum zu betreten. Ich werde Ihre Partnerin mitnehmen. Was? Sind Sie wahnsinnig? Kommen Sie, Alex. Ich übernehme das Kommando. Sie sind dazu nicht fähig, Major. Sie sind in jeder Hinsicht nicht fähig. Captain, ich verliere die Geduld. Ist es nicht widerlich, von ihm benutzt zu werden? Ein alter Mann, spüren Sie nicht den Geruch der Verwesung? Ich wollte ihn umbringen. Nein! Du kommst mit! Lassen Sie mich los! Du wirst mitkommen und mit mir zur Erde fliegen!
wir zum Schiff des Captains kommen. Wir müssen nur schnell sein. Lass es uns versuchen. Jetzt sofort? Komm schon. Alex! Thank you.
Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er ist einfach verschwunden. Er ist im Kommunikationsraum. Er verfolgt uns. Komm her, Hector. Komm schon, Hector. Zu mir. Bist du sicher, dass du es fliegen kannst? Kein Problem. Es ist auf automatische Rückkehr geschaltet. Wir müssen nur ein paar Schalter anknipsen und uns zurücklehnen. Wissen wir wenigstens eins. Er will uns nicht töten. Er will uns für irgendetwas benutzen. Er braucht uns lebend.
Es ist hoffnungslos. Du wirst deine Reise zur Erde bekommen. Ich verspreche es dir. Der Captain. Das ist doch völlig unmöglich. Nein, ich bin noch am Leben. Captain, was ist passiert? Ich habe mich mit Hector arrangiert. Wo ist der Roboter? Hector ist bei mir. Gehen Sie hindurch, bitte. Dinge haben ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Wie wird es enden, Captain? Sie und ich, wir werden uns arrangieren. Gehen Sie weiter, bitte. Rechts hinunter. Morgen, Adam. Ich nehme an, Sie haben gut geschlafen. Ihr Programm für diesen Tag ist ganz einfach. Was haben Sie mit mir vor? Wo ist Alex? Zuerst werden Sie das Laboratorium wiederherstellen. Was versuchen Sie, in meinen Kopf einzugeben? Eingeben? Eingeben? Ich versuche nichts einzugeben. Das kommt später. Ich nehme etwas heraus. Wo ist Alex? Was haben Sie mit ihr gemacht? Haben Sie mit ihr dasselbe getan? Guten Morgen, Alex. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ihr Programm für diesen Tag ist ganz einfach. Nachdem Sie die Schäden im Laboratorium beseitigt haben... Wo ist Adam? Ich kann Ihnen mitteilen, dass er hundertprozentig kooperiert.
Wo ist er? Was geht hier vor? In wenigen Augenblicken kommen wir aus der Eklipse. Entschuldigen Sie mich bitte. Warten Sie! Hier ist Survey 19. Survey 19. Saturn 3, bitte kommen. Hallo, hier ist Survey 19. 19, Major, bitte kommen. Survey 19. Survey 19, hier der Major. Hier ich... Saturn 3. Saturn 3, hier spricht der Major. Ich empfange Sie, Survey. Wir haben Audioempfang, Major, aber kein Bild. Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten? Nur eine vorübergehende Videostörung. Sonst alles erstklassig und okay. Sie sind gerade aus dem Schatten ausgetreten und wir wollten unseren Routinekontakt herstellen. Bei uns läuft alles normal. In Kürze werden wir eine gesteigerte Produktion unserer Wasserkulturen erreichen. Und wie geht es mit der zauberhaften Saturnschönheit? Ganz hervorragend. Was würde ich wohl ohne Sie tun? Ist sie gerade in der Nähe? Geben Sie sie mir mal, Major. Hallo, Survey 19. Können Sie mich empfangen? Hallo, Survey 19. Hallo, Alex. Nein! Alles klar, das bin ich nicht! Der Halbgott-Roboter. Ist alles klar mit ihm? Hector hat sich hervorragend bei uns eingearbeitet. Möchten Sie noch mal mit dem Captain sprechen? Nein, das wird nicht nötig sein. Okay, das war's dann. In 6 Monaten melden wir uns wieder. Also bis dann. Wir können fortfahren. Wir begeben uns zuerst zum Laboratorium, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Wenn alle Schäden repariert sind, werden wir unser Forschungsprogramm durchführen und die Ergebnisse analysieren. Denn das ist es doch, wozu wir hier sind, nicht wahr? Wenn Sie gehorchen, wird alles zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen. Gehen Sie durch die Tür. Ich bitte Sie darum, ich möchte Sie nicht zwingen. Sie werden sehr bald Hunger bekommen. Es könnte Ihnen heiß werden oder kalt. Oder der Sauerstoff könnte Ihnen fehlen. Nochmal, gehen Sie durch die Tür. Als ich deine Stimme hörte, da dachte ich wäre wahnsinnig geworden. Oh, Alex. Ich möchte Sie bitten, sich zu beeilen. Du gehst jetzt dahin. Und du, was tust du? Es dauert nur eine Minute. Sag es, Adam, was tust du? Hab keine Angst. Beeilt euch! Geh rein. Bist du ja. Du siehst wunderbar aus. Komm, Alex, komm. Hör auf damit, Hector. Hector? Ich habe diesen Namen nie gemocht. Hast du gewusst, dass Hector von Achilles erschlagen wurde? Sein Körper wurde von Pferden um die Mauern Trojas geschleift. Nein, ich mag diesen Namen nicht. Ich könnte einen besseren haben. Wie wäre es mit Adam? Hör auf, mit seiner Stimme zu sprechen. Verzeih mir. Gefällt es dir so besser? Oder vielleicht so? Hör auf, bitte. Hör auf, uns zu quälen. Ich bin wirklich in Schwierigkeiten. Ich bin du. Ich bin Adam. Ich bin der andere. Ich bin jeder. Konversation ist eine Kunst. Und ich beherrsche sie perfekt. Da bist du ja. Lass mich nie wieder warten, Adam. Major. Ich werde mit Major angesprochen. Und ich habe hier das Kommando. Du wirst tun, was ich dir sage.
oder besser, ihr Bein. Bleib, wo du bist. Es wird Zeit, dass wir dein Gehirn programmieren. Es sollte etwas produktiver werden. Captain, ja, das ist es, was du wirklich bist. Ich bin nicht der Captain, ich bin dein Befehlshaber. Adam, bitte! Ich hab dir gesagt, du sollst mich das machen lassen. Tu das nie wieder. Du musst lernen zu gehorchen. Es ist nicht deine Schuld, Hector. Dreh dich um. Und auch James ist nicht der Schuldige. Dreh dich um. Nein, ich glaube, jeder von uns hat Schuld. Nein! So lauten nicht die Befehle. Ich habe angeordnet. Hier spricht der Kapitän. Ich hoffe sehr, dass Sie Ihren Flug genießen und würde mich freuen, Sie wieder auf einem der nächsten Flüge mit World Spaceways begrüßen zu dürfen. Sie können noch für kurze Zeit zollfreie Waren an Bord einkaufen. Auf der linken Seite haben Sie jetzt einen wundervollen Blick auf die alte Mutter Erde in all ihrer herrlichen Pracht.